Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lebe glücklich Podcast, dein Podcast für deine Seele. Mein Name ist Linda Giese und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast heute zu einer neuen Folge des Lebe glücklich Podcasts und diesmal das Thema Liebe und ein Blick, mein Blick hinter die Kulissen der Liebe. Ich möchte heute mit dir etwas sehr Persönliches teilen. Persönlich, weil das, was ich mit dir teilen möchte, ganz tief geht und mich selbst sehr erschrocken hat. Wir sprechen über die Liebe in ihrer reinsten Form. Das vergangene Wochenende betrat ich unsere Welt aus der schamanischen Sicht. Die Welt hinter dem Sichtbaren. Ich betrat die Dimension des Allen, was ist. Wir, eine Gruppe von schamanischen Frauen, spürten den Ruf der Weltenseele, um tiefe Transformationsarbeit für die gesamte Menschheit zu leisten. Jede von uns war irre aufgeregt, da wir instinktiv wahrgenommen haben, dass es hier um etwas Großes gehen würde. Etwas, was manchen von uns auch Angst machte. Ich zum Beispiel war selbst einer von denen, die gewaltigen Schiss hatte. Meine innere Unruhe war so groß, dass ich geneigt war, den Termin zu schwänzen. Doch die Schwesternschaft der Schamaninnen ließ mich aus der Nummer nicht raus. Sie machten mir deutlich, dass meine Angst der Hinweis darauf ist, dass es hier um eine gigantische Transformation gehen würde und mein Wunsch, in der Komfortzone zu bleiben, dem nicht dienlich sei. Also packte ich mein Zeug für eine Nacht unter freiem Himmel am Lagerfeuer. Ich aß die Tage davor recht wenig und wenn nur pflanzliche Nahrung, um meinen Körper und Geist auf das vorzubereiten, was mir bevorstand. Ich kenne diese Transformationsarbeiten, sie gehen immer extrem an meine Substanz. Doch je reiner mein Körper ist, umso leichter ist die Arbeit. Eine innere Eingebung riet uns dazu, zu unserer circa 10-köpfigen Frauengang 3 Männer hinzuzunehmen. Diese sollten das Feld, den Raum halten, damit wir Frauen tief hinabsteigen konnten in das Drama und in die Dunkelheit der Menschheit. Dort wollten wir korrigieren und die Zeichen für eine bessere Welt setzen. Sozusagen in der Unterwelt, an der Wurzel allen Übels, neue Weichen für Liebe und Freiheit stellen. Vorweg möchte ich sagen, oh Mann, was haben wir uns da nur zugemutet? Das Chaos, welches wir vorfanden, überstieg all unsere Vorstellungskraft. Ich kann vorweg verraten, dass jede einzelne von uns heilfroh war, da heil wieder rausgekommen zu sein. Und selbst die 3 Männer waren von Furcht gepackt, haben jedoch tapfer für uns gekämpft, den Raum gehalten und mitgewirkt. Mit dem Einzug der Dämmerung begannen wir also mit der Zeremonie. Zuerst mit dem Aufbau des Schutzfeldes für unsere Arbeit, dann mit dem Eingeben unserer Intentionen, sprich dem, was wir erreichen wollten. Danach haben wir ein großes Feuer entzündet und uns gegenseitig gestärkt, uns miteinander verbunden und uns Mut gemacht. Die Musik, das Feuer, ein schamanischer Heiltrank, das an den Händen halten, das gegenseitige Unterstützen führte uns tiefer und tiefer in den Ursprung der menschlichen Existenz. Die Anstrengung darum, die Aufmerksamkeit unseres Verstandes hinter uns zu lassen, begleitet von der Liebe und dem Vertrauen der Schwesternschaft, war unfassbar intensiv. Denn es ging nicht wie häufig sonst bergauf in Richtung Liebe und Schönheit, sondern dieses Mal ging es immer tiefer in die Unbewusstheit der menschlichen Schöpferkraft. Die folgenden Bilder, die ich nun beschreiben werde, sind gefühlt real durchlebt. Jedoch befanden wir uns zu jeder Zeit in absoluter Sicherheit. Jede einzelne verschmolz mit ihrer Ahnenreihe, mit all den Abgründen des jemals Gewesenen. Teilweise waren unsere Augen vor blanken Entsetzen weit aufgerissen und unsere Helfer rannten von einem zum anderen, um Stärkung
und Hilfe zu leisten. Es fühlte sich an wie das reinste Chaos. Wir durchlebten Kriege, Zerstörung, Schlachtfelder, waren eingekesselt in Kriegsgebieten. Alle waren wir physisch real in dieser Zeitreise unterwegs. Die Erkenntnis war sehr eindeutig und diese ist für jeden Einzelnen von uns wichtig. Alles wird von unserem Verstand erschaffen. Wir Menschen erzeugen mit unserem Verstand die Trennung. Die Annahme, dass wir in einer dualen Welt leben, wird von unserem Verstand erschaffen. Er trennt, bewertet, urteilt. Er erschafft die Illusion des Nicht-Verbundenseins und erzeugt somit das feindliche Chaos. Es war schockierend. Über Stunden befanden wir uns kollektiv in einem entsetzlichen Zustand der Zerstörung und Ohnmacht. Jede von uns war von der anderen getrennt. Wir konnten uns zwar sehen und hören, doch war immer wieder ein Zaun zwischen uns, sodass wir uns allein, ausgestoßen und hilflos fühlten. Jede hat für sich allein gekämpft, allein die Weichen für eine bessere Welt gestellt. Und jede von uns ist in die Verantwortungsübernahme der seit Generationen erzeugten Schuld getreten. Tiefste Schuldgefühle machte jede von uns durch. Schuldgefühle, die sich seit Generationen aufgehäuft haben. Ich sage dir, das war ein fast nicht auszuhaltendes Paket, gepaart mit der Angst zu sterben. Der Wunsch, die anderen zu retten, war unmöglich umzusetzen. Ich für meinen Teil sah uns alle in Flammen stehen, roch das verbrannte Fleisch, die verkohlten Decken. Es war so extrem, dass es uns den Atem verschlug. Die Versuche zu helfen und zu schützen blieben vergeblich. Wir tauchten tief ein in den Verlust unseres eigenen Lebens. Es war chaotisch, überall verbrannte Städte, Asche, Leichen und Leere. Nur die Hingabe an das, was unvermeidlich war, führte uns auf eine wichtige weitere Ebene der Heilung, die Ebene des Mitgefühls. Die göttliche Intelligenz zeigte uns, dass es keine Schuld gibt, dass es nur die Konsequenz unserer Unbewusstheit gibt. Sie zeigte uns, dass jeder Mensch sein Bestes versucht, dass wir nicht über andere urteilen sollen, auch nicht diejenigen verurteilen sollen, die Unheil anrichten. Jede zerstörerische, feindliche und dominierende Handlung entsteht aus der Illusion der Getrenntheit, aus der Unbewusstheit. Wir alle in unserer Schwesternschaft vermissten die Liebe, die uns sonst durch solche Prozesse führt. Doch sie war da. Wir konnten sie nur auf den ersten Blick nicht erkennen. Uns wurde bewusst, die Liebe ist kein Feenstaub, sie ist kein Hochgefühl. Die Liebe ist bedingungslos. Sie ist das tiefe Verständnis, dass jeder auf diesem Planeten gewollt ist, sein Bestes gibt und wichtig ist. Mir fällt hier der Vergleich ein, wenn sich ein Mensch total verlaufen hat, zum Beispiel in eine Drogensucht, dann müssen wir ihn aus Liebe fallen lassen, damit er lernt, sich selbst zu helfen und helfen zu lassen. Auch das ist Liebe. Mir und uns wurde in dieser Nacht gezeigt, dass Liebe alles ist. Alles, was ist, ist Liebe. Liebe ist nicht nur das von uns als das Gute eingeordnete. Liebe ist auch das, was wir ablehnen. Jeder von uns taucht so häufig in eine Dramatik in unser Leben ein, in eine Dramatik des Geschehens. Wir sehen dann nur die Problematik und lehnen das ab, was uns nicht gefällt. Und damit begeben wir einen entscheidenden Fehler. Denn das, was wir ablehnen, wird sich dadurch aufplustern, aufbäumen und sich uns immer wieder ins Sichtbare rücken. Wir sollten Verständnis entwickeln. Noch einmal, dass jeder sein Bestes gibt. Jeder versucht, seinen Beitrag zu leisten. Ja, und manche von uns sind dafür da, das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse,
zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen männlich und weiblich zu halten oder auszugleichen. Wir suchen immer einen Schuldigen, wenn etwas anders läuft, als wir das wollen. Solltest du dich jemals fragen, wer schuld ist an deiner Misere in deinem Leben, dann lautet die Antwort: niemand. Jedoch verantwortlich bist du. Schuld ist unsere Unbewusstheit, mit der wir durchs Leben gehen. Das Wachsein, die tiefe Verantwortungsübernahme unserer Gedanken und Gefühle und auch für unsere Entscheidungen ist maßgeblich für ein friedvolles, erfülltes Leben. Gerne lade ich dich ein in Lindas Home, deine Reise ins Erwachen. Das ist ein Online-Mitgliederbereich, welcher uns unterstützt, bewusst zu werden und zu erwachen. Schau einfach in die Shownotes, dort ist alles verlinkt. Von Herzen, das Allerallerschönste für dich. Deine Linda.